kurz vor den Ferien ein letztes Mal zurück bei unserer Klasse 8H1 und der Erich-Kästner-Gesamtschule. Oberursel heute Morgen. Die Stimmung vor den Ferien erstmal super. Fast die ganze Klasse ist da. Der letzte Schultag in diesem Jahr ist ihnen dann doch wichtig. Wir haben sehr viel erlebt. Unser Lehrer kämpft auch wirklich mit uns. Viele fehlen in der Klasse, viele kommen nicht. Nur ein Stuhl bleibt heute leer. Nils ist krank, hat Corona, muss ausgerechnet heute zu Hause bleiben. Wie schwer ihm das fällt, erzählt er im Handyvideo, das er uns zuschickt. Es war schon echt am Anfang echt traurig, schade. Noch einmal kontrolliert Matthias Köchel die Zeugnisse seiner Hauptschulklasse. Es war ein schwieriges Jahr. Auch dem Lehrer hat es alles abverlangt. Klar, man will halt immer das Beste aus den Schülern rausholen. Muss aber natürlich auch ehrlich sein, es geht nicht immer. Also man kommt immer an eine Grenze, wo man sagt, man kann da nicht drüber weg. Noch mehr wie informieren, auch mal nach Hause zu klingeln und sagen, wo ist denn ihr Kind? Das wäre dann einfach auch zu viel in meiner Aufgabe als Lehrer. Er kämpfte darum, dass niemand sitzen bleibt. Ob ihm das gelungen ist? Der Schulleiter und der Lehrer, gemeinsam wollen sie die Zeugnisse verteilen. Und es ist genau dieser Moment, vor dem einige in der 8H1 dann doch ein mulmiges Gefühl haben. Rückblick Anfang Juni. Wir waren dabei, als die blauen Briefe kamen. Die Briefe bekommt ihr, weil es schlechte Noten sind, die man haben darf. Ja, aber die Frage ist immer, warum? Wenn ich ein Thema nicht verstehe und dann schreibe ich da schlechte Note, nochmal eine schlechte, dann ist es so. Ja, also ihr habt noch die Chance, auch die Note zu halten oder ein bisschen zu verbessern. Es waren harte Wochen. Die einen wollen mitmachen, andere verweigern sich. Und der Lehrer kümmert sich in seiner Klasse zusätzlich auch um Förderschüler, die oft mehr Unterstützung brauchen als die anderen. Außerdem hat Corona wertvolle Zeit und Struktur gekostet, die nun fehlt. Nils glaubt, ein Bonusjahr wäre jetzt richtig. Sein Vorschlag, warum nicht alle gemeinsam noch mal zurück in die 8. Klasse? Mehr Zeit würde ihm viel Druck nehmen. Zurück zum letzten Schultag heute. Das letzte Mal vor den Sommerferien noch mal mit Schwung. Das 8. Schuljahr ist fast geschafft. Ein letztes Mal Anspannung, dann die erlösenden Worte. Und eure Zeugnisse, die haben wir auch. Sie sind schön und ich überreiche sie jetzt dem Herrn Köchling, ja? Keiner muss das Schuljahr wiederholen. Es gibt kaum Fünfer in den Zeugnissen. Damit haben hier die wenigsten gerechnet. Was für ein Erfolg und wirklich ein Grund zum Jubeln und Stolz sein. Aufs nächste Jahr. Es wird gut. Michael Köchel hat es tatsächlich geschafft, viele dann doch noch auf den letzten Metern zum Umdenken motiviert. Klassensprecher Elmedin bringt es auf den Punkt. Ich glaube, dass wir nach den Sommerferien auf jeden Fall besser zurückkommen, stärker zurückkommen. Mit unserem Lehrer Herr Köchel schaffen wir das auf jeden Fall. Wichtig ist, sie jetzt auf jeden Fall aufzufangen und halt auch im nächsten Schuljahr dann auch anders zu starten, dass sie halt auch schneller merken, oh, jetzt ist nicht mehr so viel Zeit, wir müssen jetzt am Ball bleiben. Und auch Nils, der heute krank zu Hause bleibt, teilt uns per Videonachricht mit, was er sich fürs Abschlussjahr am meisten wünscht. Dass ich halt mich noch mehr anstrenge und halt, dass ich besser werde und ich vielleicht auch auf Real schaffe vielleicht. Für Nils und seine Mitschüler wird es ein Jahr voller Entscheidungen. Die Tiefpunkte der 8. Klasse dürfen sich im wichtigen Abschlussjahr nicht wiederholen. Aber sie sind auf einem guten Weg. Wie es weitergeht? Wir sehen uns nach den Sommerferien wieder in der Klasse 9H1.